So, liebe Leute, herzlich willkommen zum heutigen Video. Es gibt mal wieder ein kleines Update-Video, besser gesagt. Und zwar möchte ich euch zu meinem Unfall ein bisschen was sagen. Ein paar kleine Updates. Das Ganze geht es so voran, dass mein Rücken immer noch verdammt weh tut. Mein linker Waden tut noch immer weh. Ich habe hier übelst einen fetten Bluterguss. Man sieht von außen halt leider nichts. Also man sieht von außen gar nichts. Der ist richtig tief drin, tut auch dementsprechend umso mehr weh, also das ist echt krass, wie so ein Bluterguss wehtun kann, beziehungsweise auch eine Prellung. Wie gesagt, Rücken ist auch noch ziemlich am Arsch, tut noch alles ziemlich weh. Ist auf jeden Fall krass zu sehen, was für eine Wucht das hinter so einem Crash steht, bei, ich glaube, 0 km/h oder so, oder da hat mich ja niedergefahren, ich bin dann 3 Meter hinter dem Motorrad wieder aufgestanden. Krass, wie es einen da auf jeden Fall runterhebelt. Das ist echt brutal, also da steckt echt eine Wucht dahinter. Wie es jetzt weitergeht, ist es so, ich habe jetzt meine Rechtsanwältin eingeschaltet, die kümmert sich jetzt um weiteres. Mir geht es soweit wieder ein bisschen besser. Mein Motorrad steht jetzt in der Werkstatt. Das heißt, in den nächsten paar Tagen, in den nächsten 2-3 Tagen, hoffentlich bis Mittwoch, kommt der Sachverständiger von der gegnerischen Versicherung, der sich dann mein Motorrad anguckt. Der entscheidet dann, was repariert wird und was nicht, und wahrscheinlich brauche ich auch einen neuen Helm, weil ich bin mit dem Helm zur Dusche komplett aufgeschlagen. Muss natürlich getauscht werden, ja, ist klar, dass das dann die Versicherung von dem zahlen muss, weil wie komme ich dazu, ne? Ich habe damit nichts im Hut. So, auf jeden Fall, das Motorrad steht in der Werkstatt, bin da gestern im Sauregen hingefahren. Habt ihr auf Snapchat gesehen, wenn man noch nicht auf Snapchat folgt, ich blende es unten ein. Auf jeden Fall steht das jetzt in der Werkstatt, wird repariert, die Tage dann hoffentlich, weil das muss sich der das erstmal angucken, dann ruft mich die Werkstatt an, dann entscheiden die natürlich, was repariert wird und was nicht, also was bezahlt wird und was nicht, und dann fangen die erstmal an, das zu reparieren. So, das ist das eine. Dann müssen die aber erstmal die Teile bestellen, also ich hoffe wirklich, dass ich bis zum nächsten Wochenende mein Motorrad wieder habe, das hoffe ich wirklich, weil videotechnisch ist dann doch nicht ganz so geil. Wird ein bisschen knapp werden. Aber ich habe noch ein paar Videos im Voraus aufgenommen gehabt. Auf jeden Fall möchte ich mich nochmal bei allen bedanken für die ganzen guten Besserungsglückwünsche. Das ist echt mega, mega nice und nett von euch. Wirklich, ich freue mich da wirklich über alle Glückwünsche. Ich habe gleich 1000 Besserungsglückwünsche allein auf YouTube bekommen. Dann auf Facebook und Instagram dazu. Wirklich, Leute, großen Dank geht raus an euch. Ihr seid die Besten. Und zusammen sind wir die Life on Two Wheels Army. Bam, bam, bam. Ja, einige haben auch gefragt, ob sie was spenden können. Momentan möchte ich einfach keine Spenden erhalten. Wie gesagt, es spenden immer genug Leute in den Livestreams. Also ich möchte jetzt ehrlich gesagt nichts annehmen. Auf jeden Fall großes Dankeschön an die, die auch im Stream gespendet haben. War zwar nicht viel, aber es ist trotzdem ein bisschen was. Und hätte ja auch nicht sein müssen, ne? Also von mir aus, ich habe ganz klar gesagt, ich will für den Unfall keine Spenden, weil das zahlt eh die gegnerische Versicherung, von daher ist es kein Problem. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen. Vlog-technisch möchte ich eventuell jetzt zumindest die nächsten paar Tage mal so ein bisschen einsteigen, damit ihr immer wieder Updates habt, was passiert ist. Schreibt mir da eure Meinung rein. Was haltet ihr von Vlogs? Also ich würde übel gern vloggen, das wäre richtig cool. Guck mal, was ich da hinten neu habe. Den Kollege Legacy Award Beach. Richtig geil, Mann. Der ist richtig nice. Wenn ihr mal Bock habt auf eine Roomtour oder so, schreibt es einfach mal rein. Also ich kann jetzt die nächsten paar Tage gerne auch ein bisschen vloggen und so. Bin gespannt, wie viel Schaden tatsächlich am Motorrad ist. Ich hoffe, es ist nicht allzu viel. Das Problem ist halt auch mit den gesponserten Produkten, man hat keine Rechnung davon, ne? Also ich habe weder eine Rechnung vom Auspuff noch von den Hebeln. Das ist halt so ein Ding, das ist ein bisschen scheiße, wenn man gesponserte Produkte hat. Ja, genau. So, ich will euch nicht weiter zumüllen. Das war jetzt mal so ein kleiner Zwischenvlog. Wie gesagt, schickt mir auch Fanpost. Der Fanpost-Adresse, wo ihr das hinschicken könnt, ist in der Videobeschreibung. Weil, guckt mal da hinten. Bam. Hier bei meiner Fanpostwand, richtig geil. Boah, ist gerade ein bisschen dunkel. Aber, wie gesagt, ich hänge alle Fanpost-Sachen immer auf und so weiter. Und, ja. Soviel zu dem Thema. Wenn es noch irgendwas Wichtiges gibt, melde ich mich einfach morgen wieder oder übermorgen oder so, je nachdem.
Genau, dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Daumen hoch, wenn ihr mehr sehen wollt. Abonnieren, liken und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und macht's gut und haut rein. Bam!